Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme oder zu einer neuen Challenge bei Star Wars Jedi Academy Knights of the Force. Ja, ich habe mir mal wieder was herausgesucht gehabt, habe ein bisschen abgeändert, weil ich nicht das gefunden hatte, wonach ich ungefähr gesucht hatte. Ich habe jetzt hier Darth Maul und Darth Vader mit Luke an meiner Seite und ich spiele einfach mal Yoda. Habe ich mir einfach mal selber so jetzt entschlossen. Wir spielen auf Naboo. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal. Lasst uns keine Zeit verlieren. Let it rip, ne? Würde man mal Beyblade sagen. Gut. Mal gucken, wie es so wird. Ich streng mich auf jeden Fall an. Hohohoho. Es geht schon gut ab hier. Ich gegen Darth Vader. Oh Gott. Yoda ist einer der coolsten Charaktere eigentlich mit. Bist nicht mein Vater, ich bin dein Urvater. Ich bin dein Uropa. Na, willst du in den Tod? Spring doch. Ich keine Probleme mit. Was machen die da? Habe ich dich getroffen, ja? Ich renne mal ein bisschen zu Darth Maul. Der macht ja nichts hier. Aber der ist gut, glaube ich, ne? Hier bin ich. Ha, Luke gegen Darth Vader, das passt ja. Oh, scheiße. Der Kampf ist richtig cool. Ach du Scheiße. Ich habe vorhin aufgenommen, da hatte ich aber nicht so geile Kämpfe wie jetzt, gerade im Moment. Ey, das ist echt cool. Ach du Scheiße. Boah, ich hab's aber überlebt. Was war das denn? Ja, Darth Maul. Ich hab ihn erledigt. Richtig cool einfach der Kampf. Kannst du nichts gegen sagen auf jeden Fall. Luke, helf mir mal bitte. Er chillt einfach sein Leben. Luke, hinter dir ist dein Vater. Er macht einfach nichts. Wie Yoda springt, finde ich cool. Er soll mir mal helfen. Der ist gut. Der ist echt gut. Na, was ist jetzt los hier? Will wohl keiner kämpfen von euch. Oh, scheiße. Ich glaube, Luke hat aufgegeben. Aber der will uns nicht stören. Das kann natürlich auch sein. Leute, ich dachte gerade ernsthaft, der wäre gestorben, ne? Weil er gerade runtergeflogen ist, aber im Wasser stirbt man ja nicht. Oh Gott. Ach du Scheiße, wie ist denn der hochgekommen? Ist Luke tot? Ja, ich glaube, Luke stirbt gerade. Ne, die kämpfen, glaube ich, oder? Das war ein guter Schachzug von Vader.
Ja, er hat Luke gekillt. Voll der epische Kampf. Ich werde dich rächen, Luke. Ich werde dich rächen. Hoho. Oh, scheiße. Der Sprung war nicht schlecht von mir, oder? Wie der die ganze Zeit ausweicht. Er muss sich die ganze Zeit schon ducken, weil ich so klein bin. Boah, der hält richtig viel aus, Leute. Scheiße. Das ist ein ganz schön langer, intensiver Kampf. Leck. Aua. Ich hab ihn aber. Okay. Boah, der hat richtig viel ausgehalten. Halleluja. 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 Ich glaube, wir machen das noch einmal. Diesmal woanders. Ich nehme jetzt mal hier. Die Strecke ist auch ziemlich cool. Mitten auf der Rennbahn kämpfen wir jetzt mal. Und ich switch jetzt mal den Charakter. Und nehme jetzt einfach mal Luke, würde ich mal sagen. Hat mir auch schon länger nicht mehr. Schauen wir doch mal. So. Sehr nice. Am besten hier an der Startbahn gleich mal. Und gekämpft wird wieder einmal mit Yoda, so wie es sich gehört. Dass das die ganze Zeit leckt, das ist schon wieder, könnte ich mir ausrasten. Gegen Vader und Maul. Mal gucken, ob der Kampf jetzt genauso episch wird oder ob du den vergessen kannst. Weil das Glück habe ich ja meistens immer nicht so wirklich. Warum habe ich denn jetzt hier böse Fähigkeiten? Verstehe ich nicht ganz, aber wir machen mal Pause off. Boah, es leckt schon wieder so blöd, ne? Es ist einfach zum Kotzen teilweise. Ich versuch's aber einfach mal. Hier, Vater, hier bin ich. Die sind auch hier episch am Kämpfen. Muss dazu sagen, alle haben auch wirklich was auf dem Kasten, ne? Scheiße, ist das schon wieder episch. Boah, was war das denn? Hier darf Maul. Hat der im Flo irgendwie? In der Hose, warum hüpft der die ganze Zeit? Okay, der Yoda hat ihn besiegt. Ah,
den Rest darf ich wieder alleine machen, wa? Yoda, hilf mir doch mal. Aber ich glaube, das gewinnen wir auch. Oh, der drückt echt schnell. Scheiße. Habt ihr den epischen Lichtschwertkampf gesehen? Ich finde es ein bisschen schade, dass immer wenn einer tot ist, dass die da nichts mehr machen. Wie episch. Wie episch war das denn, Alter? Das war ja cool. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss mal echt ganz kurz mal schauen. 11 Minuten. Wollen wir nochmal einen Kampf machen? Komm, aber diesmal gehe ich auf die dunkle Seite der Macht, weil da wird es ein bisschen schwieriger. Es ist nicht ganz so einfach. Wir werden jetzt hier mal... Oh, das, ja, die Karte, die passt ja. Vader Chamber. Also da, wo sich da vorhin aufgehalten hat. In seinem Rückzugsort. Ah, nee. Dort wurde doch wiederbelebt. Glaube ich. War das der Sitz? Oder war das hier, wo Luke auf Darth Vader getroffen hat? Nee. Hier wurde er wiederbelebt. Richtig nice. War ich auch noch nicht drauf. Ja, die ist auch nicht allzu groß, die Karte. Sehen wir das auch mal, ne? So, ich wechsle mal wieder Charakter. Nehme jetzt hier mal den zerstörten Darth Vader. Episch. So. Gamepause, dunkle Seite. Komm her, Kollege. So. Und hier ganz in der Ecke verstecken wir mal Yoda und Luke. Sorry, wollte ich nicht. Und los geht's. Jetzt werde ich bestimmt kassieren in der Runde. Oh, scheiße. Aber ich habe noch kein Leben verloren. Ach du Scheiße. Yoda ist einfach so verflixt klein. Ich treffe ihn aber trotzdem. Also wenn das nicht mal episch ist, dann weiß ich auch nicht. Oh nein, mein Kollege ist down. Ich kassiere auch gerade ganz schön. Alter, in dieser Map siehst du überhaupt nix. Scheiße. Bin einfach zu groß. Ich habe Luke erledigt. Wie episch. Voll episch, wie ich den besiegt habe, ne? Nice. Ja, gegen Yoda ist es jetzt eher mehr so ein bisschen ein Kampf der älteren Männer. Oh, scheiße. Treff dich nicht, du bist einfach zu groß. Zu groß vor allen Dingen.
zu klein, mein lieber Freund. Lieber kleiner Freund, du. Oh, der hat gesessen, der Schlag. Nice. Okay, ich habe ihn aber gleich bestimmt. Oder add mich, je nachdem, ne? Wer Ära krepiert. Ich kann euch nicht in jeder Folge einen epischen Kampf abliefern. Aber ich kann versprechen, also in der letzten Folge war es zum Beispiel überhaupt nichts. Aber ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Gib mir Mühe. Aua. Oh nein, er hat mich voll getroffen. Scheiße, aber war trotzdem ziemlich episch. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr einen Vorschlag habt, dann lasst mich das wissen. Der Kampf hat mir richtig gut gefallen, es hat richtig Spaß gemacht. Und ansonsten, wenn ihr einen Vorschlag habt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.